Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zur Wuselstunde mit Kirsten Socher und Willi Waldmeister. Hallo Willi, grüß dich. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja. Ja Willi, dann wollen wir mal anfangen. Wir haben ein schönes Buch dabei, aber du hast auch irgendwas Komisches da. Was ist das denn? Oh Willi, was ist das? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich muss erst loslassen, sonst kann ich nicht sprechen. Das ist ein Zauberstab. Das ist ein Zauberstab? Ja. Ach, dann meinst du, in dem Buch, das wir heute lesen, geht es um einen Zauberstab? Ja. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Das Buch heißt Die kleine Fee und die Zauberprüfung. Und dieses Buch ist aus dem Löwe Verlag. Und das ist eines der Leselöwenbücher. Und die gibt es gestaffelt für die erste Klasse, für Kinder, die noch nicht ganz so toll lesen können, aber doch schon. Und für die anderen in der zweiten Klasse, wenn sie schon ein bisschen besser lesen können, gibt es auch solche Leselöwenbücher. Und heute geht es um die kleine Fee. Du darfst wieder nicht reinbeißen, das weißt du. Das ist wieder ein Buch aus der Bücherei. Okay, ich will dir nur helfen. Ach so, gut. Und da geht es um Lia. Und Lia, die kleine Fee, die möchte so gerne einen Zauberstab haben. Wusste ich. Ja, deswegen hast du einen mitgebracht. Und die möchte so gerne einen Zauberstab haben, aber dafür muss sie ein bisschen was tun. Und jetzt lassen wir euch mal überraschen, was die tun muss. Hier, wir lesen es euch vor, dann wisst ihr es. So machen wir das, genau. Das Buch ist von Amelie Benn. Und von Florentin Prechtl sind die wunderschönen Bilder, die da drin sind. Und ganz ehrlich, ihr müsst dieses Mal ganz, ganz arg aufpassen, was wir euch vorlesen, weil am Schluss gibt es nämlich ein Rätsel. Bin gespannt, ob ihr die lesen könnt. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und hört zu. In der Geschichte die kleine Fee und die Zauberprüfung. Zauberprüfung, nicht Zauberprüfung, sag mal. Zauberprüfung. Zauberprüfung, sag ich doch. Na dann. Fee Lea ist sehr aufgeregt, denn heute ist der Tag der großen Feenprüfung. Ja. Zwei schwere Aufgaben muss sie bestehen. Dann bekommt sie endlich einen Zauberstab. Und dann sollt ihr mal sehen, wie aufgeregt sie ist. Guck mal, sie hüpft da rum. Und macht Purzelbäume und träumt von einem Zauberstab. Habt ihr einen Zauberstab zu Hause? Ja, wir haben ja jetzt einen. Ich zeige ihn euch nochmal. Guck mal, so ein schöner Zauberstab. Hast du den selber gebastelt? Ich nicht, aber ich habe zugeguckt. Schön. Vielleicht kannst du nachher den Kindern erklären, wie du das gemacht hast oder wie ihr das gebastelt habt. Kann ich machen. Schön, na dann. Aber jetzt pst, ganz leise. Fee Lia, bitte komm zu mir, sagt die Feenkönigin freundlich. Lia tritt gespannt vor. Die Königin rollt ein großes Buchenblatt auf. Dann könnt ihr euch mal die Königin der Feen anschauen. Oh, so schön. So lange Haare. Und da ist Lia. Und die freut sich schon. Sie liest laut vor. Als erstes sollst du den Glitzerstaub vom Horn eines Einhorns holen. Und als zweites sollst du einem goldhaarigen Riesen ein Haar ausreißen. Und das bis zum Sonnenuntergang. Oh je, das ist aber fair. Jo, das ist schwer. Lia seufzt. Wie soll sie nur so schwere Aufgaben bestehen? Sie holt tief Luft. Dann macht sie sich mutig auf den Weg. Schaut mal. Die Feenkönigin schaut ihr hinterher. Und Lia fliegt davon und macht sich auf den Weg. Sie hat ja noch viel vor.
Noch bevor Lia den Einhornwald erreicht, hört sie lautes Schnauben. Dann sieht sie, dass ein Einhorn mit der Spitze seines Horns in einem Baumstamm feststeckt. Oh weia! Ja, guck mal. Oh weia, oh das arme Einhorn. Steckt fest im Baum. Ich muss ihm helfen, denkt Lia. Und sofort kommt ihr eine Idee. Sie pfeift dreimal. Kannst du pfeifen? Ich kann nicht pfeifen. Ich auch nicht. Also, so schon, aber so auf den Fingern kann ich nicht pfeifen. Aber Lia. Und kurz darauf eilen zwei Zwerge herbei. Was ist los, wollen sie von Lia wissen. Das sind die Zwerge. Das Einhorn steckt fest, wir müssen es befreien, erklärt Lia ihren Freunden. Die beiden Zwerge verschwinden kurz und kommen dann mit zwei kleinen Äxten wieder. Was machen die wohl mit den Äxten? Stück für Stück zerhacken sie den Baumstamm und dann ist das Einhorn frei. Wie kann ich euch danken? Habt ihr einen Wunsch? Fragt es ganz glücklich. Schaut mal, da haben die Zwerge den Baumstamm freigeklopft und das Einhorn befreit. Die Zwerge schütteln den Kopf, die haben keine Wünsche. Aber wir haben es für Lia getan, sie hilft uns auch oft. Ich habe aber einen Wunsch, sagt Lia leise. Darf ich etwas Glitzerstaub von deinem Horn haben? Ah ja, das senkt das Einhorn den Kopf. Lia nimmt eine Handvoll Staub und steckt ihn in ihren Beutel. Damit hat sie ja die Aufgabe 1 schon erfüllt. Da holt sie den Feenstaub vom Einhorn und sammelt ihn in einem Beutel. Lia bedankt sich bei allen dreien, auch bei den Zwergen, und fliegt erleichtert weiter zum Riesengebirge. Schon von Weitem sieht Lia einen goldhaarigen Riesen auf einem Stein sitzen. Als sie näher fliegt, bemerkt sie, dass der Riese weint. Schaut mal. Ein trauriger Riese. Oh, der ist ganz schön groß. Guck mal, wie klein die Lia plötzlich ist. Oh, ein Riese. Und dann hat er auch noch goldene Haare. Ja, so ein Glück. Aber warum weint denn nur ein Riese? Vielleicht, weil er traurig ist. Ja, mit Sicherheit. Nur warum ist er traurig? Weiß nicht. Wir werden sehen. Was ist mit dir? Warum bist du so traurig? Fragt Lia sanft. Ich habe keine Freunde, schnieft der Riese. Alle haben Angst vor mir. Dabei bin ich ganz nett. Ja, schaut mal, wie nett er ist. Och Gott, guck mal, die Lia sitzt sogar auf seinem großen Zeh. Es kitzelt bestimmt. Lia setzt sich neben ihn. Du, wenn du willst, kann ich deine Freundin sein. Ich habe keine Angst vor dir. Der Riese bekommt große Augen. Echt? Fragt er ungläubig. Lia nickt. Ich werde dich auch ab jetzt öfter besuchen. Da sitzt Lia neben ihrem neuen Freund. Schau mal, wenn deine Zähne da drin sind, das sieht ein bisschen komisch aus. Rück mal auf die Seite, damit die Kinder ein bisschen besser sehen können. So ist gut. Machst du prima, Willi. Der Riese springt auf und tanzt freudig um den Stein herum. Oh, der freut sich ja so. Und Lia erzählt ihm von der Feenprüfung.
Da zupft er sich sofort ein Haar für sie aus. Auch das müsst ihr euch anschauen. Da hüpft und tanzt er vor lauter Freude. Und dann zupft er sich eines der goldenen Haare aus. Aufgabe Nummer 2. Lia strahlt über beide Ohren. Danke, ruft sie jubelnd. Schnell verabschiedet sie sich und fliegt zurück ins Feenland. Noch vor Sonnenuntergang zeigt sie der Königin stolz das Goldhaar und den Glitzerstaub. Jetzt kriegt ihr euren Zauberstab. Ja, wahrscheinlich, ne? Guck mal, die Königin. Und da kommt sie an die Lia und hat ihr goldenes Haar dabei und ihre Tüte mit dem Glitzerstaub. Sehr gut gemacht, Lia, lobt die Königin und gibt ihr einen funkelnden Zauberstab. Lia freut sich wie verrückt. Ich auch. Ja, leg ihn mal wieder auf die Seite. Sie denkt, jetzt kann ich endlich zaubern und habe auch noch einen neuen Freund gefunden. Ganz glücklich ist Lia mit ihrem Zauberstab. Und mit ihrem neuen Freund. Ich habe auch einen Freund. Du hast auch einen Freund, ja? Ja, der Hannes. Der Hannes ist mein Freund. Ja, Hannes ist auch mein Freund. Und du bist auch mein Freund, ja? Oh, schön. Und nun, liebe Kinder, nun kommen die spannenden Rätsel. Ob er die wohl rausbringt? Soll ich aufpassen, ob sie es können? Ja, das siehst du bloß nicht, ne? Die Kinder können dich sehen, aber nur dich, die Kinder. Also, die erste Frage. Wie viele Aufgaben muss Lia bestehen? Wer weiß es? Richtig! Alle haben es gewusst. 2 Aufgaben. Ja! Und wer hilft Lia, das Einhorn zu befreien? Die Zwerge? Oder der Riese? Die Zwerge! Die Zwerge, ja. Hast du gut aufgepasst. Und was will die Lia wohl von dem Riesen haben? Wer weiß das noch? Weißt du's? Ein goldenes Haar. Ein goldenes Haar. Und warum weint der Riese? Wer weiß das? Ganz genau. Weil er keine Freunde hat. Ja, weil er noch keine Freunde hatte, ne? Sehr schön, gut aufgepasst, Willi. Gut aufgepasst, Kinder. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Habt ihr denn auch Lust, mal so einen Feenstab zu basteln? Ganz einfach, da hilft euch die Mama bestimmt. Wenn ihr Folie habt oder Geschenkpapier, dann wickelt ihr das um einen... Schaut mal, um einen Kochlöffel. Und dann schmückt ihr den so, wie ihr Lust habt. Mit Perlen und Federn und Bändern. Ganz, wie es euch gefällt. Und dann habt ihr auch einen Zauberstab. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja ein Foto machen vom Zauberstab. Und vielleicht sogar mal bei der Wuselstunde hochladen, dass wir es uns anschauen können. Oh, das wäre toll. Wäre doch schon toll, ne? Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, wenn ihr weitere Geschichten hören wollt, immer schön im Kalender gucken und wieder einschalten. Und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Willi Waldmeister. Hier und die Kirsten Socher. Tschüss, bis zum nächsten Mal.